willkommen im Wunderland. Heute habe ich für euch drei Experimente vorbereitet. Dabei werden wir etwas über Wasser, Druck und Gewicht etwas lernen. Viel Spaß! Für dieses Experiment brauchen wir ein Glas, eine Schüssel mit Wasser drin und Zeitungspapier. Jetzt nehmen wir das Zeitungspapier und zerknüllen es. Genau so. Und stopfen es in das leere Glas. Genau so. Das Papier darf danach nicht herausfallen. Tauche ich das Glas mit der Öffnung unten in das Wasser. Circa eine Minute. Nehmen wir wieder das Glas aus dem Wasser. Wie ihr seht, ist das Papier noch trocken. Jetzt nehmen wir mal das Papier da raus. Das Papier ist deswegen nicht nass geworden, weil das Glas mit Luft gefüllt ist. Es kann deswegen nicht entweichen, weil Luft leichter als Wasser ist. Zum nächsten Experiment brauchen wir ein Glas mit Öl gefüllt und Wasser. Wir geben etwas Wasser in das Glas rein. Also, es wäre schön, wenn das Wasser gefärbt wäre, aber ich hatte keine Farbe. Und danach rühren wir das Gemisch gut durch. Danach warten wir so circa eine Minute und ja, ich zeige es mal gleich. Hier sehen wir, dass das Öl oben ist und das Wasser unten. Der Grund dafür ist, dass Öl leichter als Wasser ist. Jetzt möchte ich mal mit etwas Honig probieren. Danach gut durchmischen. Hier, wenn man genau schaut, sehen wir, dass der Honig schwerer als Wasser ist. Jetzt zum dritten Experiment. Zu diesem Experiment brauchen wir ein Glas mit Wasser gefüllt und ein leeres Glas. Wir brauchen noch einen Strohhalm hier. Ich stelle den Strohhalm in das Wasser. Ich verschließe die obere Öffnung des Strohhalms und nehme etwas Wasser mit. Und so kann ich etwas Wasser rüber transportieren und wieder schließen und danach wieder öffnen. Genau so. Das liegt daran, dass die obere Öffnung den Luftdruck verringert. Der Druck unten ist dadurch größer als wie der Luftdruck oben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.